Servus, also heute ist der 30. Mai 2021. Es ist jetzt 10 vor 8. Wenn es klappt, haben wir um 8 Uhr Frühstück. Das sei selbst gemacht. Es gibt Rühreier, Brötchen, Käse und Schinken etc. Und da stehen unsere Fahrräder. Das sind drei Fahrräder. Von Darek steht da hinten, genau. Da steht das Fahrrad von Darek. Wir hatten vier Bettzimmer und Andrzej und Krzysztof hatten noch ein Zweibettzimmer. Ja, was war gestern? Das Wasser in dem Badezimmer war noch nicht so warm wie gedacht, weil wir haben quasi die Saison eröffnet. Seit ein paar Tagen dürfen die es öffnen und ja, der Erste hat noch warm geduscht, ich dann nicht mehr. Ich hatte da so Wassertemperatur von 21 Grad, wie gesagt, also war ein sportliches Duschen. Und der Letzte, der geduscht hat, der war schlauer, das wusste ich natürlich nicht, dass es so wird. Der hat ein bisschen gewartet und da hat er wieder warmes Wasser, aber auch nicht so viel. Vielleicht 2 Grad Wärme. Ja, wie gesagt, hier stehen die Fahrräder und es sind heute geplant, so, ich hoffe, dass wir so um die 80 Kilometer schaffen, weil der 6. Mann im Bunde, der Krzysztof, der möchte morgen zum Zug und daher, der hat schon ein Ticket und dafür müssen wir halt so nah wie möglich an dem Ort heran, damit er morgen nicht zu viel Stress hat. Ne? So, dann sage ich mal bis später. Adios. I'm on a highway to hell. Historyczna trasa rowerowa ku słońcu. Pięknie, że szkoda się nie zatrzymać. Tutaj taka ścieżka rowerowa wzdłuż morza, a tam Bałtyk. Dzisiaj troszkę bardziej spokojny. Wiaterek jeszcze jest, ale wcale nie lżej. Słoneczko nie pomaga w tym momencie. Będzie dobrze. Pozdrawiamy. To jest po prostu tak piękne miejsce, chyba najbardziej mi się podobało na razie. Z takich dróg, które są wzdłuż, a tutaj teraz jest słoneczko, jeszcze ten lasek pachnie pięknie. O Boże, super. Gościu, proszę zjechać na bok, co to znaczy? Co to znaczy? I'm on a highway to hell. Dzień dobry. Dzień dobry.
Servus. Es ist jetzt 11.30 Uhr, es sind 20 Kilometer hinter uns und wir haben die Stadt Koobjek, also Kolberg, erreicht. Und wir haben einen Rückenschuss hinter uns. Hier liegen so dicke Schienen auf der Straße und Tadek, der hat die übersehen. Er hat zwar noch dran gedacht, aber war zu spät, hat sich auch lang gemacht. Ist aber, wie gesagt, nichts passiert. Bei uns, wie bei den anderen zwei Stürzen, also ist wahrscheinlich ein paar Blessuren, das Knie vielleicht oder wie auch immer. Es geht gleich weiter. So, dann bis später. Und bis jetzt war die Strecke super. Bis dann. Servus, es ist jetzt kurz vor 12, wir sind wieder eine halbe Stunde unterwegs und ich habe ein bisschen Vorsprung rausgeholt und mache gerade eine Pause und wie man sieht, der Radweg, der ist ja echt astrein hier, also richtig toll. So, ich glaube, da kommt der Erste von der Truppe. Ne, das glaube ich nicht. Oder? Doch, das ist der Erste. Das ist der Erste, das war André, jetzt kommt Marek. Halt, halt. Ja, das. Jetzt kommt Darek, Tadek und Krzysiek. Święty Krzysztof, patron wszystkich przewoźników. Pasar, me enamoró su mirar. Ese día conmigo bailó. Yo sabía que quiere más. Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor. Es tan fuerte que solo vos te adueñaste del corazón, baby. Si siente amor en esos labios, bien.
before your life was so boring. I got up, went to work just to get back home and repeat. Before you, I just felt nothing. I didn't dare to take risks. Now we be staying up all night. We don't have to sleep cause we're crazy in love, yeah. Oh, even if we start to fight, we know we can work it out, baby. Jeju, co to za droga? O masak, sakreble! Co, Hopy, jak wam idzie? Dobrze. Wieje wiatr, walczymy alles z gut. Nim. Tak to się goda. Ja, alles gut. Alles no. Gut, alles gut. Ucza się, ucza. Andrea wkrótce będzie po niemiecku szwargolił. So, wir haben jetzt 88 km hinter uns. Sind jetzt irgendwo in der Walachei, keine Ahnung wo. Und ungefähr circa 4 bis 5 Kilometern sind wir da, wo wir unsere Unterkunft gerade spontan gebucht haben. Und ja, wir warten auf die anderen drei. Da kommt schon einer. Es war gerade ein bisschen windig, natürlich gegenwindig, aber es läuft. Wir haben jetzt 20 nach 5, 88 Kilometer hinter uns, kann man machen, würde ich mal sagen. Und ja, heute, wenn es keine 100, müssen ja auch nicht sein, nicht wie jeden Tag, die letzten Tage bei mir. Und ich freue mich schon auf unsere Unterkunft. So, dann bis später, ne? Tschüss!
Servus, ich bin's wieder, Martin. Also, heute waren es insgesamt 92 Kilometer und es war heute richtig eine tolle Strecke. Also, nicht nur von der Landschaft her, weil das oft direkt an der Ostsee entlang ging oder direkt in einmal in den See, sondern zu 95% war die Strecke geteert. Richtig schön. Ein paar Prozent waren dazwischen natürlich, wo ich dachte, naja, ist die Gemeinde so arm, wo wir gerade durchfahren, dass sie sich den Radweg nicht leisten kann, aber vielleicht kommt das noch. Aber das war heute auf jeden Fall noch eine Schippe drauf im Vergleich zu gestern von der Strecke her. Und wir haben uns heute spontan in so ein 4- oder 5-Sterne-Hotel eingemietet, so ein Spa-Hotel. Das ist hier ein Ferienhaus für 6 Personen. Unten sind 3 Einzelbetten, ein Doppelsofa. Hier oben sind nochmal 2 Einzelbetten. Hier ist das eine von Marek, hier ist das zweite von mir. Und lustiger war, keiner wollte eigentlich unbedingt auf dem Sofa pennen und haben wir gelost. Ja, und ich habe gewonnen, von anderen auch. Zusammenschlafen heute Darek und Krzysiek. Und für Krzysiek war das der letzte Tag. Morgen hat er noch ungefähr 60 Kilometer bis zum Bahnhof. Und dann muss er mit dem Zug, fährt er morgen nach Hause. Ja, und ich sag mal, wir haben schon gut 192 Kilometer geschafft. Von insgesamt 425, glaube ich, oder 400. Ach, schlag mich durch, 430, sage ich mal. Und das sind ja schon fast die Hälfte, sage ich mal. Ne? Also wir werden jetzt wahrscheinlich die Möglichkeiten haben, weniger Kilometer am Tag zu fahren oder halt sich nach dem Wetter richten. Heute war geiles Wetter, war zwischendurch mal ein bisschen windig, das muss man zugeben, aber das ist halt am Meer. Aber ich denke mir immer, ich bin ein bisschen rot im Gesicht, obwohl ich mich eingecremt habe. Den ganzen Tag schien die Sonne. So, ja, dann sage ich mal, ich melde mich dann morgen wieder. Und morgen ist ein neuer Tag. Und heute sage ich mal, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Tschüss. Cześć. Na zewnątrz nie trzeba maseczek. Idziemy na basen. Wykorzystamy tą chwilę. W tym ośrodku, że jest możliwość popływania troszeczkę. No i przy okazji nie będzie kolejki do prysznica, nie? Jak się okazało, basen jest dostępny. Basen Schwimmbad. Szatnie męskie, zapraszamy, proszę bardzo. Jest bardzo mało ludzi. Andrzejek się już tam pluska, zaraz do niego wejdziemy. Także, o, Francesco już chodzi. Super. Chłopaki już się bawią, także dzisiaj sobie popływamy. Bardzo cierpimy dzisiaj. Ale jest super. Odnowa biologiczna, pierwsza klasa. Jutro jedziemy 200 km od razu. Posadamy. Wyskoczę do góry i No dzisiaj mamy troszeczkę lepsze warunki, także korzystamy po prostu, korzystamy. Bez odbioru.
Ist das hier schön. Oh, ist das schön hier.